Hallo und herzlich willkommen zurück zu Disney Dreamlight Valley. Ja, in der letzten Folge, und hier liegt schon wieder Stöckchen rum, hat Merlin uns die Aufgabe gegeben, also eigentlich Merlin, auch wenn jetzt hier irgendwie alles nur mit Mutter Gothel zu tun hat. Untersuche den verfluchten Baum auf der Lichtung des Vertrauens. Hier ist die Lichtung des Vertrauens und genau dieser Baum hier soll untersucht werden. Hallo? Vielleicht hätte ich doch lieber erstmal was anderes machen sollen. Habe ich jetzt die ganze Stadt verflucht? Ah, altes Haus. Dich kenne ich doch. Du bist doch hier die Ische da, die Mutter von. Ja, ist ja jetzt Rapunzel total verföhnt, oder? Kann ich dich überhaupt ansprechen? Doch jetzt. Ja, lass mich dich bloß nicht ansprechen. Hallo. Endlich hat es jemand geschafft, die Tür zu meinem Gefängnis zu öffnen und mich zu befreien. Du bist es. Sind wir uns schon einmal begegnet? Du siehst aus wie. Nein, mein Fehler. Das muss wohl an deinem furchtbar alltäglichen Gesicht liegen. Ich habe dich nur geneckt, Schätzchen. Nimm nicht immer alles so ernst. Ich freue mich, dich zu sehen. Die Herrscherin hat dich hier eingesperrt. Warum? Na schön, ich gebe es zu. Ich habe vielleicht ein kleines bisschen mit dunkler Magie herumgespielt. Ich habe bloß versucht, einen Fluch zu finden, der jemanden wohlbehütet einsperrt. Warum sollte man sich mit einem geheimen Turm abmühen, wenn man das einfach mit Magie tun kann? Das ist wirklich schlau, aber auch böse. Böse? Sei nicht so melodramatisch, Schätzchen. Nur weil ich dunkle Magie benutze, heißt das nicht, dass ich böse bin. Nun, ich gebe zu, der Zauber ist vielleicht ein wenig außer Kontrolle geraten. Man könnte sogar sagen, er drohte, das ganze Tal zu zerstören. Ich schätze, ich habe keine Ahnung, wie mächtig ich bin. Ha! Nun, dann hat unsere Herrscherin beschlossen, den Bann gegen mich auszusprechen und mich hier einzusperren. So sehr ich es schätze, dass du mich befreit hast, aber ich fürchte, du hast einen schrecklichen Fehler gemacht. Was soll das heißen? So wie ich durch meinen Fluch hier gefangen war, war auch der Fluch mit mir hier gefangen. Jetzt, da du mich befreit hast, hast du meine dunkle Magie auf das ganze Dorf losgelassen. Was für ein Chaos du angerichtet hast. Ja, das war ihre Schuld, genau. Ich habe nur versucht zu helfen. Ich weiß, Schätzchen, es ist wirklich tragisch. Aber wenn wir die Kugel wieder in die Säule des Vertrauens legen können, könnte das die lästige dunkle Magie vertreiben. Du hast Glück, ich weiß zufällig, wo die Kugel versteckt ist. Bevor ich wütend werde, genau. Ich habe dir geholfen, jetzt hilfst du mir. Es ist die Meerhexe, die es liebt zu handeln, meine Liebe, nicht ich. Aber da du mir geholfen hast, werde ich dich in mein kleines Geheimnis einweihen. Und die dunkle Magie zu nutzen, die ich für meinen Fluch brauche, musste ich die Kugel des Vertrauens aus der Säule reißen. Beeil dich, lass uns zur Säule des Vertrauens gehen. Okay. Na los. Ich weiß doch nicht, wo sie ist. Doch, ich weiß schon, wo sie ist, aber. Du musst doch bestimmt noch. Ah, nee. Was für ein Vergnügen. Siehst du die schwebende Insel da drüben? Dorthin habe ich die Kugel des Vertrauens geworfen. Du kannst versuchen, sie zurückzuholen, aber nur, wenn du weißt, wie du dir Flügel wachsen lässt. Die Brücke zu dieser Insel ist vor langer Zeit zusammengebrochen. Noch ein Wort der Warnung zur Kugel des Vertrauens. Du kannst sie zwar sehen, aber du wirst sie nicht anfassen können. Ich habe einen Zauber gesprochen, um sie zu verbergen, aber er hat ein wenig zu gut funktioniert. Sie befindet sich jetzt zwischen den Welten, wie ein Traum kurz vor dem Aufwachen. Okay, was schlägst du vor? Geh und frage Merlin. Er plappert immer über seine Forschung. Er muss etwas wissen. Worauf wartest du noch? Los!
Du siehst ein bisschen heruntergekommen aus. Ja, guck dich doch mal an, ey. Ehrlich. Okay, Merlin, Merlin. Ich hoffe, wir finden ihn diesmal. Er ist schon wieder... Der ist jetzt nicht schon wieder abgehauen? Da. Schnell hin. Schnell hin. Jetzt holen wir nochmal eben ganz schnell. Wenn wir es denn können. Können wir nicht. Wieso können wir hier nichts abholen? Hallo? Ich will doch nur die Fische haben. Och, ihr könnt mich doch mal. Da kann ich aber durchlaufen. Merlin, was hast du verflixt, Ursula? Ich habe den Zauberspruch, aber ich kann nicht derjenige sein, der ihn ausführt. Du musst es tun. Na schön. Und wieder einmal mache ich die ganze Arbeit alleine. Vergiss nicht, du hast mir diesen Zauber gebracht. Deine Hände bleiben dabei auch nicht sauber, alter Mann. Ich setze mein Vertrauen in dich, Ursula. Lass es mich nicht bereuen. Nein, nein, nicht streicheln. Bleib stehen. Merlin, Merlin. Du, oh, geh doch. Oh, hallo. Vergiss nicht, dass der Brunnen eine Quelle großer Macht ist. Ja, das hat er schon die ganze Zeit gesagt. Der Fluch, so. Gameplayerin. Diese ganze dunkle Magie ist also das Werk von Mutter Gothel. Ich hätte es wissen müssen. Wir sollten sie im Auge behalten, ja? Oh, ich werde Mutter Gothel im Auge behalten. Das Letzte, was wir hier gebrauchen, ist jemand, der sich mit Flüchen und dunkler Magie herumschlägt. Die meisten Dorfbewohner sind durch diese vermaledeiten Fluch in ihren Häusern gefangen. Ursula und ich konnten uns nur befreien, weil wir selbst etwas Magie eingesetzt haben, um ihn abzuwehren. Um diesen Fluch zu brechen, müssen wir die Säule des Vertrauens wiederherstellen. Aber das könnte einen schrecklichen Preis haben. Ich kenne einen Zauberspruch, der funktionieren könnte, aber es ist gefährlich. Er verlangt Opfer, die du vielleicht nicht bringen willst. Der Zauber wird dich an einen anderen Ort bringen, irgendwo zwischen hier und dort, wo die Kugel des Vertrauens versteckt war. Es ist nicht leicht, dorthin zu gelangen und es ist gefährlich, dort festzusitzen. Kann ich zurückkommen? Die Magie der wiederhergestellten Säule des Vertrauens sollte ausreichen, um dich ins Dreamlight Valley zurückzurufen. Sollte es immer ein nicht so schönes Wort? Wir müssen einfach darauf hoffen, dass man der Meerhexe trauen kann. Was ist das hier und dort? Es ist ein Ort zwischen beiden Welten, der aus reiner Magie besteht. Im Hier und Dort gelten die Regeln unserer Welt nicht. Man kann durch Dinge gehen und Dinge sehen, die man nicht sehen sollte. Man könnte es sogar wagen, in der Luft zu gehen. Aber normalerweise kommen Dinge oder Menschen, die ins Hier und Jetzt, Hier und Dort gehen, nie zurück, um zu erzählen, was sie gesehen haben. Was ist der Zauber? Einer, für den du Ursulas Hilfe brauchst. Ich fürchte, diese Art von Magie ist nicht meine Spezialität. Ich hätte es selbst nicht besser hinbekommen. Oh, ich würde gerne die andere Quest auch noch annehmen, aber gut, wir wollen jetzt erstmal hier, ne, im Flow bleiben. Ursula. Hallo, Liebes. Och, du bist das Fischlein. Ha. Wie typisch. Immer überlassen bösbärtige alte Knacker den Hexen die ganze Drecksarbeit. Den Hexen und dir, so wie es aussieht. Sag mal, Gameplayerin, bist du bereit zu tun, was nötig ist? Alles für Dreamlight Valley. Ha! Das wird sich zeigen. Nun, Schätzchen, einige von uns haben es geschafft, sich von der dunklen Magie zu befreien, die im Dorf wütet. Aber wir müssen etwas aufgeben, um die anderen zu befreien. Merlin schenkte mir sein Vertrauen. In Anbetracht unserer Vorgeschichte könnte das genug Opfer sein. Was mich betrifft, so opfere ich meinen Stolz für das Allgemeinwohl. Ganz schön nobel von mir, findest du nicht? Mhm. Bleibt noch Christoph. Er hat den Fluch abgewehrt, bevor er ihn einsperren konnte. Es liegt an dir, etwas von ihm zu bekommen. Das größte Opfer von allen. Oh je, wir wollen jetzt aber nicht Anna opfern, oder? Seine Liebe. Ursula? Er muss bereit sein, all seine Erinnerungen an seine liebe Anna aufzugeben, um das Dorf zu retten. Nein!
Vor allen Dingen ist das alles ganz einfach. Das ist ja furchtbar. Ich kann das nicht. Und das sind jetzt wirklich meine Worte. Du musst. Es ist die einzige Hoffnung, deine Freunde zu retten. Zuletzt brauchen wir noch ein paar Zutaten, um den Zauber zu vervollständigen. Hol dir ein paar dieser Traumscherben und Nachtscherben. Wenn du alles hast, was wir brauchen, treffen wir uns in der Grotte, in der wir uns zuerst getroffen haben. Ich werde den Zauber dort ausführen. Da hat aber jemand eine Glückssträhne. Da fällt mir übrigens gerade was anderes ein. Was mir zufällig aufgefallen ist, ich glaube, hier drüber war das, oder? Jetzt ist es weg. Garderobe, Inventar. Ich hatte eigentlich beim letzten Mal, wo ich hier irgendwas rausgesucht hatte, habe ich hier oben eigentlich so eine Unterkunft gehabt von Ursula. Warum ich die jetzt nicht mehr bauen kann, weiß ich allerdings auch nicht. Das ist irgendwie verwirrend. Gut, wir kümmern uns jetzt erstmal um die aktuelle Aufgabe. Das ist aber wirklich jetzt total verwirrend irgendwie. Die anderen Leute, die sind doch auch noch hier, oder? Na, obwohl, na, er ist eher bei sich eingesperrt. Na, das könnte, naja. Ah, ja, ja, wir brauchen 5 Nachtscherben und 5 Traumscherben. Einmal die und da haben wir nicht so viele von, aber immerhin gut gesammelt. Bin ich jetzt auch sehr froh drüber. Was ist denn hier? McDonald hat diese Tagebuchseite gefunden. So, eben gucken hier. Benutzen. Die Einsamkeit ist kalt. Mein Verstand ist taub vor Einsamkeit. Meine Gedanken sind träge und dumpf. Es würde helfen, wenn ich mit jemandem reden könnte. Aber hier ist niemand. Ja, überrede Christoph bei dem Zauber zu helfen. Ich will das nicht. Ganz ehrlich, ich will das nicht. Der war doch gerade noch hier, ne? Da. Ey, er und Anna, das ist wirklich das Traumpaar. Christoph? Altes Haus, ich will dir nur mal eben deine Liebe abschwatzen. Wo ist denn der jetzt? Dein Ernst jetzt? Willst du mich jetzt veräppeln? Boah, da gehen wir jetzt aber zu Fuß hin. Jetzt bin ich extra auf die Schnelle hier hingeportet und dann geht der Dude einfach weg. Und ich war ja gerade noch da unten. Also, die haben ja alle Manieren, das ist echt schlimm. Hier oben ist er hingegangen, ne? Da. Der ist hier friedlich am Angeln, so die halbe Welt ist hier kaputt gefallen. Hauptsache Christoph angelt. Gameplayerin, was ist denn hier los? Überall ist diese dunkle Magie. Ich habe es kaum geschafft, sie abzuwehren. Es ist ein Fluch, den Mutter Gothel ausgesprochen hat. Du brauchst nicht wirklich Annas Erinnerungen, oder? Ja, das ist ja nette... Ich brauche deine Hilfe, um ihn zu brechen. Ich tue alles, sag mir, was du brauchst. Du musst zustimmen, deine Liebe zu Anna aufzugeben. All deine Erinnerungen an sie. Was? Das ist doch verrückt. Anna bedeutet mir alles. Ich werde meine Erinnerungen an sie nie aufgeben. Es ist die einzige Hoffnung, die wir haben. Du wirst dich noch einmal neu in sie verlieben können. Ja, das habe ich jetzt auch schon gedacht. Ja, die einzige Hoffnung halt. Das heißt, es ist auch die einzige Hoffnung, die Anna hat. Ich schätze, ich habe keine andere Wahl. Wenn dies die einzige Möglichkeit ist, das Tal zu retten, werde ich es tun. Die Liebe, die ich für Anna empfinde und ihre Liebe für mich, wird alles überstehen. Ich vertraue darauf, dass du mir hilfst, meine Erinnerungen zurückzubekommen. Ja, auf jeden Fall. Aber für den Moment werde ich sie aufgeben. Ich weiß das sehr zu schätzen. Irgendwie bin ich erleichtert, dass es hier so viele nette Leute gibt. Das ist aber nicht nett. Die wollen hier deine Erinnerungen klauen.
mag das nicht. Ich meine, ich bin fest davon überzeugt, dass wir ihnen dann die Erinnerungen wieder zurückholen können. Und vielleicht treffen wir ja auch Anna und vielleicht machen wir mit ihr dann irgendwie so eine Quest, so nach dem Motto, Anna, es ist was Schlimmes geschehen und wir müssen Christophs Erinnerungen zurückholen. Oh, hallo Merlin, was machst du denn gerade hier? Gib die Zutaten an Ursula weiter. Ach so, weil die jetzt alle hier was... Ah, verstehe. Hallo, Liebes. Oh, du bist das Fischlein? Der Junge hat akzeptiert. Du bist wirklich überzeugend, Gameplayerin. Ich bin fast beeindruckt. Jetzt muss nur noch ein Opfer gebracht werden. Deines. Ich brauche deine Magie. Das ist ein Trick. Ein Trick. Mach dich nicht lächerlich, Gameplayerin. Ich habe größere Pläne mit dir, als dir nur deine Magie zu nehmen. Wenn du jemanden die Schuld geben willst, gib's die Mutter Gotel. Sie hat diesen Fluch geschaffen. Es wird uns für immer plagen, wenn wir ihn nicht beenden. Jetzt, da ich alle Zutaten habe, kann ich den Zauber wirken. Reise ins Hier und Dort, hole die Kugel des Vertrauens zurück und hebe den Fluch auf. Trödel nicht herum, Schätzchen. Unser Schicksal liegt in deinen Händen. Traurig. Okay, ich habe genug Platz, falls hier irgendwas sein sollte. Muss ich jetzt mit ihm noch reden? Nee, das ist nur die andere Quest, ne? Die Kugel des Vertrauens. Kann ich jetzt hier durch? Jetzt sind wir draußen, oder? Okay. Kann ich mich überhaupt porten hier in dieser... Nee, da sind die... Oder doch? Doch, das geht wohl schon. Jetzt habe ich aber völlig die Orientierung verloren. Moment, das ist... Ah, okay, das ist eine gute Orientierung. Da hinten ist ein leicht leuchtender Stein. Das könnte auch ein bisschen zur Orientierung dienen. Eventuell natürlich nur. Schweben wir mal... Ja, wir nehmen es einfach mal mit. La, 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 la. Gleich fliege ich hier runter. Und ich habe jetzt meine Magie verloren? Oder ist das Blödsinn? Sprich mit Mutter Gotel. Achso, Moment. Die ist doch sicher hier, oder? Ich bin mir nicht sicher. Ja. Na, lauf. Das nehmen wir noch kurz mit, wollte ich sagen. Aber es liegt natürlich wieder so blöd in der Ecke. Hallo? Mutter Gotel? Wo sind sie denn? Die alte Schabracke war doch eben noch hier. Jetzt rennt die da raus. Ich glaub's nicht. Du. Nee, das hat sie ja schon mal gesagt. Hallo! Du hast wieder einmal alle gerettet. Wie immer. Du kennst mich doch gar nicht. Ich kenne dich nicht. Ich dachte, du tust nur so, aber du weißt wirklich nicht, wer du bist, oder? Na, dann will ich die Erste sein, die dich wieder willkommen heißt. Aha. In dem Tal, das einst deine Heimat war. Du bist unsere Herrscherin, Majestät. Majestät? Ah, hm. Genau. Du warst schon immer die rechtmäßige Herrscherin des Tals. Vor langer Zeit hast du dieses Land regiert. Die Dinge liefen gut und du hast dir sehr viele Freunde gemacht. Aber dann hast du dich verändert. Und eines Tages bist du, schwuppdiwupp, einfach so verschwunden. Während deiner Abwesenheit begann etwas Böses an Macht zu gewinnen, bis es das Vergessen auslöste.
Wenn du das Vergessen beenden willst, musst du einen Weg finden, es zu erreichen und ein für alle Mal auszulöschen. Erkunde weiter das Land, Majestät. Vielleicht findest du sogar jemanden, der dir dabei hilft. Wie hübsch! Sie können wir auch leveln. Das ist ja mal cool hier. Ist das Deko oder bekommen wir da eine Pflanze? Das wird. Oh, Moment, nur ja. Ach, kriegen wir dann ihre Haare? Sieht so nach ihrer Frisur aus. Das wäre ja mal cool. Dich nehmen wir auch zur Gartenarbeit mit. Tut mir leid, aber damit levelt man am schnellsten. Oh! Ska! Ich, naja gut, ich war mir nicht sicher, ob es jetzt König, also ob es jetzt Simba ist oder ob es Scar ist. Aber ich habe mir schon sowas gedacht, dass da tatsächlich ein Löwe drin sitzt. Zack, das nehmen wir auch mal schnell. Dass da tatsächlich ein Löwe drin sitzt, das ist ja geil. Das ist ja geil. Okay, dann haben wir jetzt Mutter Gothel gehabt. Die Frage ist jetzt, wo hat sich dieser blöde Zauberer jetzt schon wieder versteckt? Da oben. Da porten wir mal kurz hin. Weil ich möchte endlich mal... Nicht abhauen, Merlin. Vergiss das. Das ist dein Traum, weißt du? Nur du kannst helfen. Ich möchte nämlich endlich wissen, ob wir jetzt hier eine verbesserte Gießkanne oder sowas bekommen können. Gameplayerin, ich bin froh, dass du mich gefunden hast. Ich habe eine wunderbare Entdeckung gemacht. Hast du Zeit, dass ich dir davon erzähle? Eigentlich nicht. Ja, ich bin ganz Ohr. Ich habe einen seltsamen schwarzen Kristall gefunden, der im Wald vergraben war. Es war in der Nähe des dunklen Portals, durch das Donald gegangen war. Am bemerkenswertesten ist, dass er mit ähnlicher Magie wie die Nachtdornen durchdrungen ist. Wir müssen nachforschen, um mehr zu erfahren. Ja, klar, ich bin bereit. Das ist die richtige Einstellung. Unsere Neugierde wird uns anspornen. Ich hätte es selbst nicht besser hinbekommen. Ja, und damit haben wir jetzt das Geheimnis der Kristalle angenommen. Und das hat scheinbar immer noch nichts damit zu tun, dass wir uns verbessern können. Och Mann, aber wir haben... Ich will ja eigentlich jetzt da reingehen und mal gucken, was da drin ist. Aber ich will es so ein bisschen zumindest nach der Reihenfolge machen. Also würde ich wirklich sagen, dass wir jetzt hier erstmal einen kleinen Cut machen. Und dass wir dann mit Merlin in der nächsten Folge weitermachen. Und ja, Mutter Gothel hat sich ja jetzt irgendwie so ein bisschen dazwischen gefuscht. Dann hoffe ich, dass wir mit Merlin ja gut durchkommen werden in der nächsten, vielleicht auch noch übernächsten Folge. Weil ich bin ehrlich gesagt jetzt auch schon gespannt auf Scar. Weil ich das irgendwie so ein bisschen im Gefühl habe, dass der hier mit der Mine da hinten zusammenhängen könnte. Weil ich habe ja schon die ganze Zeit gesagt, wenn wir die Steine wegräumen können, gut, das ist jetzt automatisch gegangen, dass wir dann hoffentlich irgendwo hinkommen, wo wir dann tatsächlich die das mit der Mine machen können. Das haben wir ja, glaube ich, auch noch. Genau, das haben wir nämlich auch noch bei uns im Inventar drin. Steht aber noch kein Scar drin, obwohl wir jetzt schon Scar auf unserer Liste haben. Aber egal. Also wie gesagt, wir hören jetzt hier erstmal auf mit dieser Folge und in der nächsten Folge werden wir auf jeden Fall mit Merlin weitermachen. Bis dann. Ciao.